Kind ist ja was ganz Besonderes. Ich würde mal sagen, das Besondere erstmal sind die Rahmenbedingungen, in denen wir hier unterrichten. Kinder kommen aus Familienverhältnissen, wo man knapp die Grundsicherung erreicht. Aber ich glaube, dass ganz viele Kinder auch eine soziale Begabung haben, dass wir auch Angebote machen wollen, dass Kinder ihre sozialen Begabungen dann hier ausleben können. In der Schule sind wir Energiekommissare. Dann gehen wir in die Klasse rein und kontrollieren alles. Ob da Fenster zu ist, ob die Heizung auf Null ist. Und sowas gucken wir da. Ja, das Fenster ist offen. Wir müssen das zumachen. Das ist cool und das macht mir einfach Spaß. Und dann sind wir alleine da mit Ecke, da können wir auch reden manchmal. Und dann lachen wir auch manchmal. Umweltbewusstsein, Umwelterziehung ist natürlich auch ein Unterrichtsthema. Und wir haben geguckt, wie können wir die Schüler beteiligen. Haben gesagt, Mensch, die Energiekommissare, das wäre doch etwas, wo Kinder aktiv quasi alles das, was sie im Unterricht erlernt haben, auch real umsetzen können. Dieser Handlungsstrang, den wir verfolgen, ist schon, sag ich mal, eine Erziehung hin zum demokratischen Verhalten. Dass die Kinder frühzeitig lernen, dass sie in einer Schule natürlich Pflichten haben, dass sie aber auch Rechte haben. Dass Kinder spielen, ihre Meinung ist gehört, ihre Meinung wird hier respektiert und fließt ein in große und ganze Beschlüsse. Wir reden über bestimmte Sachen, zum Beispiel so wie von die Gruselwoche, und dann zoomen wir ein paar Themen aus für Projektwoche und dann stimmen wir in den Klassen ab. Dann kommen wir mit dem Zettel zum Schülerparlament und reden darüber. Ich finde wichtig, dass die uns zeigen, was wir dann in der Projektwoche machen können und dass wir auch erzählen können, was wir wollen. Und ja, das finde ich einfach gut, weil wir uns dann ein bisschen erwachsen fühlen. Streitschlichter sind Kinder der vierten Klasse. Schule ist ja per se kein konfliktfreier Raum und an den Konflikten wachsen die Kinder ja auch, um Lösungen zu finden. Hallo, wir sind die Streitschlichter. Hat jemand einen Streit? Okay, dann kommt ihr in der zweiten Pause vorbei. Gut. Tschüss. Wir helfen den Kindern, deren Streit zu klären, und wir sind Streitschlichter als Entlastung der Eltern und den Lehrern. Am Anfang fragen wir noch mal ein paar Fragen und sagen auch, was wir sind. Und danach fragen wir auch, was passiert ist. So, und fragen auch, was ihn stört. Und dann gucken wir einfach mal, wie man das klären kann. Entschuldigung. Also, ich finde es gut, wenn unsere Schule einfach ein besseres Miteinander hat.